Hey Leute, willkommen wieder zu Dragon Quest 7. Wir sind hier gerade in der Zuflucht, ja, und ich will ein paar Sachen zeigen, ja. Wir haben auch ein bisschen ordentlich Sachen offscreen erledigt hier, Wahnsinn, ja. Das bedeutet, Chris muss jetzt zum Schluss noch den Druiden machen, hat er alle menschlichen Berufe gemeistert und bei Rufus ist es eben der Pirat. Und Aisha ist jetzt eine Paladina und der gute Ritter Roland ist ein Gladiator, ja, Quatsch, nicht ein Gladiator, sondern ein Champion. So, das, was danach folgt, ja. Wunderbar, wunderbar, ja. Ihr seht schon, ich habe ordentlich trainiert nochmal, ja. Und vor allem, ich habe richtig krasses Zeugs mir auch ergattert, ja. Indem ich hier eben viel mit diesen Fragmenten hier gemacht habe, ja. Mit diesen Tafeln, die man einsetzen kann. Unter anderem habe ich das Wunderschwert erhalten, ja. Das war richtig schwierig zu bekommen. Aber richtig mächtige Waffe, Leute. Unglaublich gut. Regeneriert jedes Mal beim Schlagen Lebenspunkte, ja. Und manche meinen anscheinend sogar, dass es mit das beste Schwert im Spiel wäre. Das kommt drauf an, ja. Es ist angriffstechnisch wohl nicht das Beste, aber der Effekt ist wohl ziemlich gut. Muss man alles in der Praxis ein bisschen sehen. Jedenfalls sind wir bald, zumindest mit Ruff und Chris, mit allen menschlichen Berufen, wie gesagt, durch, ja. Dann kann man sich auch mal Monsterberufe ansehen. Aber wie auch immer, ich will dir mal ein bisschen was zeigen, ja. Das ist das, womit ich in der Regel Chop-Level momentan trainiere, ja. Denn diese Tafeln, ja, die man so erhalten kann, die haben keine Chop-Level-Begrenzung. Das heißt, man kann jederzeit trainieren. Normal gibt es eben eine Level-Begrenzung, ja. Und irgendwann kann man keine Chop-Level mehr kriegen, ja. Das wird dann ja auch in der Abtei so gesagt, nicht direkt, sondern es wird nur angedeutet, ja, von dieser alten Frau, ja. Jedenfalls, Leute, mal nur so ein paar Informationen, weil ich das auch schon mal gefragt wurde, ja. Bis Level 21 trainiert ihr hier, ja. Das ist super gut, um Chop-Level zu trainieren. Dann müsst ihr eigentlich lange Zeit erstmal nichts machen, ja. Das sind alles normale Bewohner. Das sind keine Tafeln, die ihr irgendwie tauschen müsst oder so. Aber, Leute, ja, ja, habe ich einige von Square Enix bekommen eben. Wenn man das Café hat, geht das dann, ja. Kann man sich dann alle downloaden. Ich war jetzt noch nicht in allen. Aber, Leute, als nächstes kommt dann die Rückkehr in den Schleimhain, ja. Ist, denke ich, so bis 30, 35 ganz cool, ja. So, Leute, und dann gibt es hier eine. Ja, die hier ist auch schon richtig krass. Diese, drei Metallschleime auf einen, ja. Die kommen nicht so häufig vor hier. Aber die bringen 12.000 Erfahrungspunkte. Ja, richtig gehört, 12.000. So, und dann geht's weiter, ja, Leute. Wo es dann richtig krass wird. Moment, wo habe ich's denn jetzt? Meine Güte. Ah, wo ist es dann? Wo ist es dann? Ich suche ja gerade was ganz Spezielles. Jetzt kann ich es gerade irgendwie nicht ausfindig machen hier. Ja, genau, die Schatzsuche. Die Schatzsuche, Leute. Oh mein Gott, ja. Ihr denkt, mit Metallschleim kann man gut trainieren. Dann solltet ihr euch das hier mal ansehen. Jetzt muss ich nur mal schauen, weil ich gerade ein paar komische Skillsets wahrscheinlich wieder habe, ja. Dadurch, dass ich jetzt gerade ein paar ungewöhnliche Jobs gerade habe, ja. Die ich natürlich nicht beibehalten will. So, hier gibt es diese Marionetten, die rennen auch vor einen weg. Man erwischt die nicht immer, ja. Jetzt habe ich eine erwischt. So, hier gibt es Metallmarionetten. Es gibt auch Diamantmarionetten und Goldmarionetten. Also Gold bringen wohl nur Goldmünzen. Und diese Metallmarionetten, die bringen einfach nur richtig viel Erfahrung. Ja, also das ist nicht mehr normal. Was ihr machen müsst aber, es ist eben wieder wie mit Metall. Ach so, oh, jetzt habe ich noch eine Taktik drin. Sorry, Leute. Jedenfalls benutzt hier nur Teufelsbeil, ja. Denn wenn nur ein einziges Mal mit einem Teufelsbeil getroffen wird, dann kriegt ihr so viel raus. Das ist richtig krass, ja. Jetzt habe ich leider einen Fehler gemacht hier. Nämlich, dass ich die Taktik noch drin hatte. Ja, das geht natürlich nicht. Kann auch sein, dass die gleich alle abhauen, ja. Es ist wie mit Metallschleim. Vielleicht sogar ein bisschen krasser. Also die hauen richtig gerne ab, diese Marionetten, ja. Ah, Moment, wo haben wir es denn? Hat er noch das Teufelsbeil auch drin? Ich muss mal kurz nachsehen. Wie gesagt, ah ja, genau. Wie gesagt, jetzt durch die Chop-Level eben. Ist ein bisschen alles durcheinander gekommen und so durch das ganze Farming. So, genau, Leute. Mal sehen, nicht, dass jetzt alle abhauen. Okay, einer ist noch da, das reicht vielleicht zum Zeigen. Genau, zerhauen. Seht ihr, mit einem Teufelsbeil 17.500 Erfahrungspunkte, ja. Eine einzige Metallmarionette, ja. Also Pi mal Daumen eben das 18-fache davon, wenn ihr einfach nur einen Metallschleim killt, ja. Das ist schon heftig, ja. Einfach regelmäßig Teufelsbeils spammen, ja, und Gutes. Mehr müsst ihr nicht machen. Und schon könnt ihr wirklich schnell trainieren, ja. Ich hab's jetzt nicht völlig übertrieben, aber das ging hier so schnell, ein paar Level-Ups zu kriegen. Das war richtig krass, Leute. Das wollte ich nur mal zeigen, ja. Ein bisschen ungewöhnlicher Einstieg vielleicht, aber hey. Das letzte Mal haben wir ja die Ventosi befreit, ja. Da werden wir natürlich noch nachschauen. Irgendwie finde ich es ja lustig, dass man hier,
dann auch ein Druidenkleidchen hier anhat, okay, als männlicher Charakter. Na gut, wie auch immer. Ja, Leute, wir brauchen den Teppich, ja, den fliegenden Teppich. Ach ja, stimmt. Stimmt, Moment, Quatsch, Leute, bevor wir das machen. Aha. Können wir nochmal zu König Maximus Schloss? Ich meine nämlich, dass wir genug hätten für das nächste Equipment oder so. Ich muss mal kurz nachschauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben ja recht viel doch bekommen. So insgesamt, ne? Ich muss einfach mal nachsehen. Sei gegrüßt, ich König Maximo, egal unauslösliche Leidenschaft für Mini-Medaillen, ja? Mal sehen. 59? Ja, genau, 58 war das nächste. Wir kriegen eine Kamikaze-Armschiene, okay? Bei 65 kriegen wir ein weiteres Wunderschwert. Oh mein Gott, ja. Ich finde, das Wunderschwert ist ja richtig göttlich, ja. Ich habe es jetzt darüber eben gekriegt, über so eine Tafel in dem Fall, ja. Aber dass es noch ein zweites gibt, ist ja schon richtig krass, ne? Wow. Das finde ich jetzt schon total cool, weil das Teil ist richtig gut, ja. Ich habe schon gemerkt, gerade wenn du ein Held bist, ja, wenn du schon natürliche Regeneration hast und dann auch noch beim Schlag auch nochmal Leben regenerierst, dann hältst du einfach richtig viel aus. Das ist echt cool. Aber ich muss mal den Beutel auch ein bisschen aufräumen und so, um wieder zu zitieren, ja. So, die Kamikaze-Armschiene, die rüttelt uns praktisch wieder auf. Ist an sich wahrscheinlich gar nicht mal so toll, oder? Doch, es geht, es geht, es geht. Oh, sie hat aber auch extrem viel Stil momentan. Heftig, ey. Ah, wer kriegt das denn, ha? Huh? Nicht, dass die dann kaputt gehen. Vielleicht hebe ich mir die auch lieber noch auf. Aber wie auch immer. Ja, was ich auch bekommen habe, Moment. Wer hat's denn jetzt gerade? Genau, die Maske der Rigorosität. War auch nicht leicht zu bekommen, ja. Sie ist verflucht, kann ich euch gleich sagen. Aber diese Abwehr, ja. Ja, das sind über 200 Abwehrpunkte, die ich alleine über die Maske kriege. Problem ist, man ist verwirrt. Aber, wenn man verwirrt ist, man geht nicht auf sich selbst los in dem Spiel, ja. Man geht immer auf andere los. Das kann man auch ausnutzen, wenn man jetzt mit einem Charakter allein irgendwas machen will oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, da kommt später noch eine Situation. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es hat mir ja jemand in den Kommentaren was angedeutet. Von daher glaube ich, könnte die Maske noch sehr nützlich werden. Aber mal sehen. Wie auch immer, Leute. Das jedenfalls geht alles über die Tafeln. Deswegen ist es auch wichtig, sich dieses Kaffee zu holen, ja. Es lohnt sich, definitiv. Ah, ich muss mal kurz sehen, also. Lieber Zauberteppich, wo bist du denn schon wieder? Wo ist er hingekommen? Meine Güte. Den musst du auch erstmal ausfindig machen. Oh je, oh je. Teppich, 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 wo bist du? Oh Gott. Ist denn jemand im Inventar momentan? Ja, ich finde das irgendwie doof, dass der Teppich nicht sogar ein extra Menüpunkt wird oder so. Das wäre so praktisch, ja. Und den musst du dann immer so rauskramen. Und wenn du automatisch deinen... Da ist er. Wenn du dein Inventar praktisch... Oh, hier kann man ihn nicht ausrollen. Super. Das ist auch toll. Wenn du dein Inventar praktisch wieder organisierst, dann wird er wie automatisch wieder rausgeräumt. Bisschen doof gemacht, aber wie auch immer. So, ihr seht schon, hier ist ja ein fetter Abschnitt dazu gekommen. Was ist eigentlich da drüben? War ich da schon mal? Kommt man mit dem... Wow, ernsthaft? Jetzt habe ich den voll an der falschen Stelle benutzt, oder? Ach, Leute, Leute, Leute. Ich weiß auch nicht, warum man da nicht drüber fliegen kann. Das ist auch irgendwie Quatsch, oder? Man ist doch nur ein Weg. Das ist ja nicht die krasse Erhöhung oder so. Verstehe ich auch nicht. Naja. Das Spiel ist manchmal ein bisschen seltsam, ja. Moment, jetzt bin ich schon wieder falsch, ja. Ich sag ja, das müsste eigentlich ein extra Menüpunkt sein. Dann wäre das alles super. So macht man ganz, ganz viel Zeitverschwendung, ja. Aber wie auch immer. So, was ist denn da drüben eigentlich? Ach so, da war auch noch so eine Art Schrein, wo man nicht hinkommt, okay. Ja, natürlich überall, wo ich bisher noch nicht war, das sieht man sich natürlich ganz gerne an. Ich glaube, es geht schneller, wenn wir da rüberfliegen, wenn wir zu dieser komischen Insel da unten wollen. Probieren wir das doch mal. Ja, ich denke, das dürfte tatsächlich ein bisschen schneller sein. Was haben wir denn hier? So, was ist aus den Ventosi geworden? Das ist natürlich interessant. Ah, hier, was ist hier passiert? Was ist das? Das ist neu, okay. Interessant, das schauen wir uns direkt mal an. Das gab's doch da vorher noch nicht, oder? Das hätte ich gesehen, glaube ich. Turm des Sturms, mhm. Na, was haltet ihr davon? Ich wette, so einen Turm habt ihr noch nie zuvor gesehen, oder? Er steht hier schon seit alten Zeiten, müsst ihr wissen. Man kann die Geschichte spüren, wenn man ihn nur ansieht. Der Nachteil an seinem Alter ist leider, dass niemand hinein darf. Ich frage mich, wie es drin wohl aussieht. Was, ihr möchtet in den Turm hineingehen? Ja. Tja, es tut mir leid, aber es ist nicht erlaubt. Was soll denn das heißen? Der Turm ist früher nicht hier gewesen. Der Turm des Sturms steht hier schon seit Menschengedenken.
Ist ja nicht meine Schuld, dass ihr keine Augen im Kopf habt und der euch noch nicht aufgefallen ist. Ha, interessant, hm? Wann wurde der denn aus dem Boden hier gestampft? Meine Güte. Das ist ja interessant auf jeden Fall. Wird sicherlich der nächste Dungeon. Das vermute ich jetzt einfach mal. So wie er hier steht hier. Dieser Turm, ja. Eventuell suche ich nochmal nach Kisten oder gehe ich doch nochmal auf den Zauberteppich, ja. Mal sehen. Wieder aufploppende Bäume überall. Das ist nicht so schön. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber gut. Was haben wir denn da hinten, ne? Ich wette, da ist irgendwo eine Kiste. Ja, ich kann es spüren, ja. Die Kiste. Sie wird auftauchen. Aber anscheinend nicht hier. Oh. Oh. Jetzt bin ich wieder furchtbar traurig hier. Sauerei, ja. Das könnt ihr doch nicht machen. Egal. So, wir benutzen wieder den Teppich. Ich glaube, es geht einfach einen Tick schneller. Dann wollen wir doch mal sehen, was aus diesen Ventosi geworden ist, ja. So, was haben wir denn da drüben, ha? Alles ein bisschen ulkig auf jeden Fall. Ich gehe da mal runter, in dem Fall. Sechs Kiste wieder, ne? Nein, das ist auch keine Kiste, schade. Na gut, aber jetzt brauchen wir nicht mehr abzukürzen mit dem Teppich. Jetzt können wir auch nochmal manuell hin, ne? Aber es ist auf jeden Fall viel passiert. Ich mag das, wie sich die Truppe entwickelt hat, ja. Waren ein paar echt harte Kämpfe bei den Fragmenten, da muss man teilweise echt vorsichtig sein. Also diese DLC-Dungeons da sind echt nicht ohne. Aber es lohnt sich mächtig, ja. Oh, ich freue mich schon auf mein zweites Wunderschwert, das wird super. Yeah. Hm, da drüben könnte auch was sein. Da war ich nämlich auch noch nicht, ach Mensch. Ich muss mir das einfach mal ansehen, ja, Leute. So ist das. Sollte da irgendwo Loot sein, will ich es nicht bereuen. Und ich will es auch finden, ja. Waren wir da eigentlich allgemein? Ich denke, in der Vergangenheit gab es das sicherlich auch schon im Pfad, oder? Ich glaube, da sind wir auch nicht hinmarschiert. Aber anscheinend, ja. Ah, nein, doch. Ha. Okay, sehr gut. Es gibt doch eine Kiste. Was ist denn drin, ha? Ein Felsenbombenherz, okay. Das ist natürlich cool. Also mit diesen Herzen eben kriegt man dann Monsterberufe. Inwiefern die sich lohnen, muss man wohl abwägen, ja. Natürlich bedeutet das viel Zeitinvestition, wenn man wirklich auch noch die ganzen Monsterberufe haben möchte. Aber ich schätze mal, die haben ein paar ziemlich coole Abilities. Müsste man mal schauen. Jetzt geht's jedenfalls erstmal ins Tal des Windes, ja. Wie sieht's hier in der Gegenwart aus? Das interessiert uns natürlich alle. Und warum gibt es auf einmal einen Turm des Sturms? Wir wollen natürlich wissen, was das für einen historischen Hintergrund hat, ja. Der wird ja nicht einfach so aus dem Boden aufgeploppt sein, ja. Das Tal des Windes, da wären wir mal wieder. Sehr schön. Vor euch liegt das Tal des Windes, ja. Das kann ich sehen. Was ist aus den Leuten hier geworden, ha? Na nu, was bist du denn für einer? Willkommen im Tal des Windes. Heimat der Ventosi, des fantastischen fliegenden Volks der Legenden. Leider können wir nicht mehr fliegen. Ich glaube, langsam geht's wieder. Bestimmt haltet ihr das ganze Gerede darüber, wie Anno dazu mal durch den Himmel gesaust sind für Unsinn, oder? Nein. Ach nein. Mensch, ich hätte nicht gedacht, dass erfahrene Abenteuer wie ihr es seid so leichtgläubig sein können. Aber andererseits ist der Gedanke schon recht faszinierend. Wow. Die haben sich also weiterentwickelt, in Anführungsstrichen. Oder zurückentwickelt. Stellt euch nur vor, ihr könntet fliegen, wie die Welt von dort oben wohl aussähe. Ich würde es nur zu gern einmal versuchen. Warum könnt ihr denn nicht mehr fliegen? Was ist denn hier passiert, ha? Solange ihr es nicht versäumt, seine Andachtsorte aufzusuchen, wird euch der Allmächtige niemals im Stich lassen, liebe Reisende. Wenn ihr euch eingehender mit spirituellen Dingen befassen möchtet, empfehle ich euch einen Besuch im Heiligtum, das nördlich von hier liegt. Ja, das werden wir uns definitiv ansehen. Das sah ja schon in der Vergangenheit aus wie eine riesige Kirche eigentlich mehr, ne? Deswegen ist das natürlich auch interessant, einen Blick zu riskieren. Die Bürgermeisterin ist nun schon eine ganze Weile fort und niemand hat eine Ahnung, wo sie wohl stecken könnte. Vielleicht ist sie krank, hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Takao, ihr seid wohl zu Besuch hier, was? Nun, dieses Haus gehört der Chefin. Sie ist die Anführerin aller Ventosi, merkt euch das. Ihr kommt hier bestimmt nicht rein, also fragt gar nicht erst, klar? Ach du meine Güte. Na, die werden wir sicherlich auch noch finden. Mal sehen, ob wir uns Zugang verschaffen können. Und hier war nichts drin, das ist nicht so toll, ja. Mal sehen, wer hier so
sich aufhält. Na, auf jeden Fall sehe ich eine Kiste und die werden wir uns selbstverständlich schnappen erstmal. Ja, das erste Mal, ja. Der Zauberschlüssel, was ist drin? 540 Goldmünzen, jawohl. Ich muss wirklich sagen, dieser neue Trend unter den örtlichen Kindern mit Boomerangs zu werfen, ist mir ganz schön zuwider. Ständig heißt es Kopf einziehen, wenn man außer Haus ist. Oh, gibt's hier vielleicht einen guten Boomerang-Händler? Ja, das wäre natürlich ganz cool. Sind ja auch coole Waffen auf jeden Fall. Was haben wir hier? Auch nichts. Ach Mensch, ey. So viel nichts. Furchtbar. Aber wir gehen über die Brücke und sehen uns mal auf der anderen Seite genauer um. Ja, auf jeden Fall immer noch ein sehr schöner Ort, wie ich finde. Und Katzen gibt's jetzt auch, okay. Naja, vielleicht sind deswegen die ganzen Federn weg, wisst ihr? Wahrscheinlich haben die Katzen einfach die Flügel kaputt gemacht, ja. Böse Katzen. Na sowas, das ist ja ganz schön mutig, deinen Boomerang so in Richtung des Flusses zu werfen. Was ist denn, wenn du es vergeigst? Dann fliegt er ins Wasser und wird weggespült. Du traust dich ja bloß nicht, es selber mal zu versuchen, du Angsthase. Ich bin kein Angsthase, aber mein Boomerang ist ganz neu, ich will dich nicht verlieren. Ach, na komm schon, wenn du dir keine Herausforderung suchst, wirst du nie besser. Na los, probier mal. Okay, ich versuch's. Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Ach Mensch. Gut. Ich bin einfach zu schlecht mit dem Boomerang. Dauernd treffe ich Leute damit. Aber wenn ich aufgebe, kann ich nie besser werden. Meine Eltern haben mir etwas ganz Besonderes geschenkt. Diesen Boomerang hier. Er ist mein Lieblingsspielzeug, aber ich traue mich nicht, ihn zu werfen. Was, wenn er nicht zurückkommt? Also gibt's hier vielleicht echt einen Boomerang-Händler? Vielleicht gibt's hier ja die besten Boomerangs im Spiel oder so. Keine Ahnung. Warum müssen Jungs einander immer alles nachmachen? Ich kapiere das einfach nicht. Wer keinen eigenen Verstand hat, kann mir gestohlen bleiben. Aber man kann nur besser werden, wenn man sich mit anderen misst, ja? Competition, das ist ganz, ganz wichtig, ja? Das kann auch ganz lustig sein. Das gehört einfach mit dazu, ja? Habt ihr schon was von diesem Stein gehört, den sie hier in der Stadt früher hatten? Mit dem Ding konnten die Leute angeblich fliegen. Ich weiß ja nicht, ob die Geschichte wahr ist, aber wenn ja, würde ich den Stein zu gern in die Finger bekommen. Den kriegst du nicht. Jeder, auch unterwegs. Ich erkenne noch Reisende, wenn ich welche sehe. War hier schon im Heiligtum. Ich habe es mir auf dem Herweg angesehen. Ich muss schon sagen, das war wirklich beeindruckend. Besonders diese Statue. Wie nennen sie die hier nochmal? Delilah? Fiona? Nein, ach, ist mir entfallen. Die sollte wohl nochmal hin, aber genug von mir. Willkommen im Kramladen. Was, du bist der Kramladen? Okay. Und du hast nicht mal besonders tolles Zeugs, Mensch. Steht ja einfach rum, okay. Erzählt mir erstmal eine Geschichte. By the way, ich verkaufe Sachen, ja. Wollt ihr mal sehen? Macht so einen Mantel auf, ja. Dann sind da ganz komische Sachen dabei. Dinge, für die man sich schämen muss. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Viele Leute glauben, dass wir Ventosi 1 fliegen konnten. Und ich persönlich halte dies für durchaus möglich. Ich glaube, dass der Stamm sich weiterentwickelt hat, um am Boden leben zu können. Wozu hat uns der Mächtige schließlich Füße gegeben, wenn nicht, um damit zu gehen? Ach ja, die mit ihren Allmächtigen, meine Güte. Die erklären sich aber auch alles immer damit. Seit ich meine Jungen diesen verflixten Boomerang gekauft habe, macht er seine Hausaufgaben nicht mehr. Ich schwör's, sobald er nach Hause kommt, nehme ich ihm das Ding wieder ab. Oh, Boomerang spielen ist cool. Ich konnte sogar Boomerang früher auch werfen, ja. Ich habe sogar welche mal gehabt. Welche Spielzeug-Boomerangs und so. Gab's ja auch früher. Ich weiß, dass du meinen Boomerang hast. Komm schon her, Junge. Braver Porkus. Wo bist du denn? Was? Okay. Keine Ahnung. Das war weird. Ach ja. Ja, Boomerang werfen ist ganz cool. Witzigerweise habe ich damals immer die Bewegung von Ocarina of Time nachgemacht, ja, aus Zelda. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen, ja. Das hat tatsächlich... Das war die richtige Wurftechnik jedenfalls irgendwie. Ganz witzig, ja. Nutze den Zauberschlüssel. Und kriege ein grelles Gewand. Sehr schön. Was verkaufst du denn, ne? Rüstungsladen erstmal, okay. Geld haben wir jedenfalls. Das sollte nicht das Problem sein. Greif ja mal zur verzauberten Rüstung vielleicht. Ja, die Engelsrobe ist mega gut, finde ich persönlich. Weil ich hatte jetzt ein paar Gegner tatsächlich sofort tot gehabt, ja. Vor allem, was ich vorhin gemeint habe, diese Diamantmarionetten, die haben einen extrem starken Sofort-Tot-Zauber, der wirklich eine hohe Quote hat, dass das auch durchgeht, ja. Das ist bösartig, das ist richtig krass. Ich denke, Aisha kriegt einen Sturmschild, ja.
solltet ihr mal im Kampf anwenden, na, ich weiß ja nicht. Dinge können auch zerbrechen. Ein Stab der Wiederbelebung habe ich auch gekriegt, das muss auch richtig gut sein. Sehr gut. Wunderbar, sie hat jetzt ein Sturmschild. Und ich denke, naja, das ist halt die Frage, lohnt sich das? Aber, oh Gott, der Stil von dem Typen ist ja furchtbar. Okay, vielleicht ist das doch eine ganz gute Idee. Ja, mach das mal. Ja, organisier um. Sehr schön. Okay, das sieht doch alles ganz gut aus soweit. In der Bank ist natürlich auch noch ein bisschen was, ja. Das muss auch so sein. Aber ich denke, equipmentmäßig sollten wir doch echt gut dastehen, oder? So, was verkaufst du jetzt? Mal sehen. Eine Drachenpeitsche, Feuerklau, das Feuerfolorett, Kriegshammer, Flammenboomerang. Oh, schade. Den haben wir tatsächlich ja auch schon, ne? Was haben wir hier? 10 Goldmünzen. Und hier ist nichts. Schade. Wie auch immer. Klonk, klonk, klonk. Und hier haben wir einen Lebenssamen. Und ich muss auch mal wieder die Dinge einsetzen. Achso, das war nur diese komische mit ihrem Porkus. Ganz merkwürdig. Ich sehe niemanden. Also auch keinen Hund oder so, wozu der Name vielleicht passen würde. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass man das wieder eine Frisbee wirft. Ich glaube, einem Hund ist das relativ egal, ob er jetzt einen Stock bringt, eine Frisbee oder was weiß ich, ja. Wir haben die Bürgermeisterin schon lange nicht gesehen. Ich habe Gerüchte gehört, aber nein, ich sollte keinen Tratsch weiter verbreiten. Ich will nichts gesagt haben. Okay. Oh, ich denke, da wird es nichts Außergewöhnliches geben. Gehen wir nach oben, ja, dann würde ich mich mal kurz auf die World Map gehen. Dann speichern wir und machen für heute auch mal wieder Schluss, ja. Ach ja. Okay, wir unterhalten uns noch kurz mit Leuten. Ah, die frische Brise in diesem Tal ist hervorragend für meine Blumen und mein Gemüse auch. Ich weiß, es ist etwas albern, aber hier und da bedanke ich mich sogar beim Wind. Ach, hat ein R gefehlt, hier und da. Außer es ist wieder irgendwas Dialektmäßiges, keine Ahnung. Wenn ihr zum Heiligtum wollt, müsst ihr nach Norden. Zum Turm des Sturms geht es in die andere Richtung, nach Südosten. An einem schönen, klaren Tag wie heute kann man beide von hier aus sehen. Mir gefällt der Gedanke, dass diese Aussicht sich seit wer weiß wie vielen Jahren nicht verändert hat. Wenn du wüsstest, ja, also dieser Turm, oh, da könnte ich dir Geschichten erzählen, ja. Von damals, ja, ja, ja. Egal, lassen wir mal gut sein. Na Leute, ich würde dann sagen, dann speichere ich an der Stelle und wie gesagt, ja, geht's beim nächsten Mal wieder weiter. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Dragon Quest 7.